sexuelle Neigung, politische Einstellung, das letzte Mittagessen, die Konsistenz des Stuhlgangs, all das gehört nicht in die Öffentlichkeit. All diese Privatheitströpfchen addieren sich zu einer stinkenden Flut, die alles Persönliche, alles Echte, alles Menschliche hinwegspült. Also das heißt, wir müssen eigentlich mehr geheim halten und viel öfter aus unserem Leben ein Geheimnis machen? Ja, eindeutig.